Ja, wie gesagt, wir können uns jetzt überlegen, ob wir uns hier durch die Landschaft schnetzeln oder ob wir den direkten Weg zur Universität porten. Beziehungsweise vielleicht sollten wir uns erstmal um Ausrüstung kümmern, sprich ein paar Heiltränke einkaufen. Weil sonst könnte das ein kurzer Ausflug ins Gewölbe der Universität werden. Zu diesem komischen Brunnen, der da sein soll. So. Erstmal diesen Mortifer töten. Und dann den Koloss. Und vor allem erstmal aufpassen, dass er uns nicht hier zur Brei schlägt, beziehungsweise nicht vergiftet. Obwohl diese Kolossen eigentlich leicht zu besiegen. Aber dieser Mortifer, wenn der angreift, der macht zwar keinen Giftschaden, aber der macht doch recht viel Damage, wenn er einen trifft. So. Den müssten wir gleich down haben. Drei Schüsse, denke ich mal. So. Na, doch noch ein bisschen. So. Jetzt aber. Jetzt greift uns aber von rechts gerade was an. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Level up. Oh, uns hat gerade was von rechts angegriffen. Ah, da hinten. Okay. Oh, wir hatten gerade ein Level up, das ist gut. LOL. Habt ihr das gesehen? Wir werden von zwei Seiten angegriffen. OMG. Oh, okay. Einen Taylor können wir nicht besiegen. Nicht aus der Distanz. Oh, bloß ab hier, Junge. Also eins ist sicher, wir brauchen auf jeden Fall mal Heiltränke. Beziehungsweise müssen wir uns mal ein bisschen Fleisch einkaufen und sowas. In Dings, in New Ashos gab es glaube ich gar keinen Getränkehändler. Getränke sage ich immer, Getränkehändler. Wir gehen nochmal kurz ins Inventory. Schauen wir uns mal kurz die Skills an hier. Vier Parameterpunkte. Machen wir ein bisschen erhöhter Fernkampfschaden. Mal noch einen da drauf, so. Ja, die Assassinen-Skills müssten wir mal erweitern. Wir bräuchten mal ein schnelles Anspannen und ein Überspannen. Das macht dann richtigen Schaden, beziehungsweise wir können schnell den Bogen anspannen. Das besorgen wir uns jetzt mal. Das heißt, wir porten uns. Ich muss nur noch überlegen, wohin. Ich würde sagen, wir gehen nach Hatmandor. Und zwar nach Hatmandor zu einem Händler. Hatmandor. Irgendwo war da ein Waffenhändler, der hatte dieses Skillbuch. Gekonntes Anspannen. Das erhöht die Spanngeschwindigkeit enorm. Ich muss nur mal gucken, welcher Händler das hatte. Der hier hat Fleisch, da können wir auch mal hingehen. Beziehungsweise wir brauchen erstmal genug Gold, das kostet glaube ich 10.000. Das ist ein normaler Händler, wir brauchen auch einen Waffenschmied. Einen richtig fetten Waffenschmied. Ah, hier hinten, der könnte das haben. Ne, das ist auch ein Gemüsetyp. Hier vorne müsste irgendwo ein Waffenschmied sein. Wo war das denn auch gleich? Na, der hat Tränke, zu dem gehen wir gleich auch mal. Aber ich suche erstmal den Waffenschmied. Ich will dieses Skillbuch haben, koste es, was es wolle. Oder war das in Cessna da? Bei dem Händler, ich bin mir gerade nicht so sicher. Sind hier vorne noch? Aber von hier sind wir gekommen eben. Ah, wo war das noch mit dem Waffenschmied? Hier war so ein Tisch, so ein Bazar aufgebaut und er hatte richtig viel Waffen und so. Händler, Händler. Das ist ein normaler Händler. Was hat der hier? Der hat zumindest Ausrüstungsgegenstände. Skillbuch des gekonnten Anspannens. Kostet 9.000. Genau das müssen wir haben. Ich gucke aber vorher nochmal genau nach, dass das wirklich ist, das Buch.
So, jetzt haben wir zumindest genug Gold. Das lohnt sich auch dann, dass... Ich schaue jetzt nochmal nach dem Skill. Schnelles Anspannen, Überspannen. Gekonntes Anspannen haben wir schon. Also wir brauchen schnelles Anspannen und Überspannen. Mal schauen, ob er eins von den zwei Büchern hat. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich werde wahnsinnig heute. Ich merke mir nichts. Gekonntes Anspannen. Wir brauchen schnell und Überspannen. Schnell und Überspannen, Skill noch. Okay, die beiden Skills haben wir schon. Das ist Fail. 96 Schaden. Meter, 119 Schaden. Und dann nehmen wir uns den nochmal mit. Und verkaufen den da. So. Haben wir noch einen Köcher. Macht 114 Schaden. Erfordert Level 28. Den hier können wir schon tragen. 185 Schaden. Verkaufen wir den da wieder. Nice. Mal die Sachen erstmal ausrüsten. Wie schmieden. Ah, jetzt hat er den Köcher automatisch. Muss das den Bogen annehmen. Wir importieren aus den fernsten Regionen Antalos nur das Beste. Naja, kaufen wir uns erstmal Tränke, weil das mit dem Skillbuch, das war wohl ein Fail. Ich weiß nicht mehr, welcher Schutz gegen Elektrizität, Kälte, vielleicht mal Giftschaden. Ja, hier den. Kostet allerdings 400. Boah. Schaut euch an. Schaut euch mal an, jetzt fragt mich einer, was Two Worlds ist mit einer Aufnahme, ich glaube das nicht. Schaut euch mal an, wie teuer die Tränke sind. Wir müssen die aber haben, ich kann es nicht ändern, wir brauchen die Tränke. Das können wir noch verkaufen, und das können wir noch verkaufen, Zepter. Siegelring der Konzentration, den können wir weggeben, nehme ich eh nicht. Skirmish, Harmish, 300. Nimmt 4 Gewichtblitze weg, könnte man eigentlich auch vertickern. Erstmal diese goldenen Schmiederinge weg hier. Silberring. Wird das Maximalgewicht. Ach, brauchen wir auch nicht. Soll ich als den Mist aufheben und benutze ihn dann doch nicht. Das können wir noch wegwerfen. Ja, eigentlich den Skirmish hier. Weil dann können wir keinen Bogen mehr nehmen und ich bin halt auf Bogen ausgelegt. Ich würde sagen, wir lassen das so und, kaufen uns noch ein bisschen Fleisch ein hier hinten. Ein paar Zutaten und ein bisschen Fleisch. Das ist ein Gemischtwarentyp. Nur bei mir. Neueste Ware. Purzelnde Preise. Erstaunliche Qualität. Na, für 4 nehmen wir die Kokosnüsse aber mit. Schaut mal, da können wir uns neue Heiltränke mitmachen. Selbst. Exotische Früchte. Ich muss unbedingt mal in der Wildnis ein bisschen questen gehen und dann mal ein paar Sachen kaufen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, bestimmt. Schinken ist immer gut. Die Wurst ist gut. Können wir alles zu Heiltränke machen. So. Hoffe, sehen wir uns na klar, Digga. Reinspaziert. Neue Ware. Guck. Nur noch diese Woche. Ausverkauft. Konkurrenzlosen. Konkurrenzlos. Na, das glaube ich eher weniger. So, dann schau. Ah, hier vorne ist noch Fleisch. Dann machen. Dauert zwar jetzt halt mal ein bisschen. Hält zwar ein bisschen auf. Schaut mal, dann machen wir uns schön ein paar Heiltränke. Und dann können wir. Uns in der Bibliothek vergnügen, in der alten Universität, da mal den Keller durchforsten. Da soll ja so ein Jungbrunnen oder sowas sein. Ach, den will ich doch nicht anlabern.
nicht so zögern. Warte mal. Oh nein. Hier müssen Diebe sein. Ich wollte doch da nichts mitnehmen. Hallo? Oh mein Gott. Unser Angebot wird euch überzeugen. Kann echt nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich nur bei dem Händler was kaufen. Das ist super. Ey. Ja, komm, laber nicht. Ich wollte nur was kaufen, ey. Schaut mal, da ist gerade ein Bahn hingespawnt. So, Melodie ist weg. Können wir wieder nach Hartmann dort zurückgehen. Aber was ich nicht verstehe ist, wo man das Skillbuch herbekommt, dass man besser Bogen schießen kann. Okay, der ist jetzt echt noch sauer. Ich glaube das nicht. 1656... 57. Na super, also können wir das Stückchen nochmal neu laden. Tut mir leid, das heißt, wir müssen nochmal die ganzen Fleischsachen einkaufen. Ah, passiert halt. Schön dich zu sehen. Lass dir ruhig Zeit. Komm, laber mich nicht voll. Kauf mir die Scheißsachen hier ab. Na super. Heißt, den Siegelring nochmal hergeben. Das Amulett. Garmisch. So, dann den guten Köcher wieder einkaufen. Level 28, wenn man hier das war. So, und den anderen Bogen holen. Macht ein bisschen mehr Damage. Schau gerne wieder bei uns vorbei. Na, schauen wir mal. So, jetzt klappern wir wieder die Händler alle ab. Nur diesmal muss ich dann denken zu speichern. Ich finde nur schade, dass man bei den Händlern nicht hier einen Knopf drücken kann, wie in anderen Rollenspielen, dass man direkt dem alles abkauft. Das nervt mich ein bisschen. So. Ich bin nur am überlegen, ob ich trotzdem bei dem Tränkehändler noch was kaufe oder ob wir uns die Tränke alles selber machen. Ich mal schauen. Ihr braucht Skill haben wir schon, haben wir nicht. Skillbuch der Brandpfeile. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte keine Brandpfeile.